Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Parktour auf unserem Kanal. Heute sind wir in Trolinburg, der Freizeitpark von Mitaro und Evelyn. Mein Name ist Bluefire aka Dennis und ich mache diese Parktour nicht alleine. Die Jungs sind mit dabei. Ich freue mich sehr, dass der Rick und der Mitaro mit dabei sind. Vor allem auch Mitaro, dass der hier diesen Park mit uns begleitet, falls wir natürlich irgendwas übersehen. Und ja. Sag doch mal Hallo. Ja, hallo. Ja, das ist ein Park von Evelyn und mir und schön, dass ich dabei sein darf, meinen eigenen Park. Ja, ich bin auch dabei, ne? Hallo. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich bin so neugierig auf diesen Park. Ja, ich auch. Wir haben schon sehr lange darauf gewartet und ich weiß, es ist jetzt keine direkte Parkbewerbung auf unserem Discord, aber... Ja, das stimmt. Aber ich denke mal, wir haben schon oft genug darüber geredet, dass wenn der Park fertig wird, wir den auch direkt zeigen. Und wir sind auch froh, dass wir, glaube ich, auch die Ersten sind, die den Park zeigen dürfen. Wir sind die Einzigen, die Ersten jetzt und das ist auch nur eine Version für uns, die gibt's gar nicht so. Ich fühle mich ja recht geehrt. Denn es sind überall Custom-Lieder drin und die Geschichte, das ist bei der offiziellen Version nicht der Fall. Genau, also es gibt viel Custom-Media, ne? Das habe ich runtergeladen und natürlich auch eingefügt und man hört schon so leicht im Hintergrund die tolle Titelmusik, die uns in diesem Park begleitet. Und wenn auch du natürlich deinen Park bei uns präsentieren möchtest, ob Planko 1, Planko 2, was irgendwann dann. Also, wenn wir jetzt einen Planko 2 Park kriegen würden, würde ich mir den sofort anschauen. Mit Sicherheit. Dann folgt uns doch gerne auf Discord. Der Link dazu natürlich immer wie immer in der Videobeschreibung, genauso wie dieser Park hier, genauso wie die ganzen Blueprints von unserem Bella Italia Park. Und falls du nicht weißt, worüber wir gerade sprechen, dann folg uns doch gerne hier auf YouTube und mit einem kleinen Abo bist du dabei. Das kostet dich gar nichts und uns hilfst du dabei sehr weiter. Und ich möchte auch zuallererst noch wir wollen uns noch bei euch bedanken für die vielen Abonnenten, die wir jetzt auf einmal so urplötzlich bekommen haben. Das ist Wahnsinn. Vielen Dank dafür und uns freut es wirklich sehr und wir sehen dadurch halt auch, dass es euch gefällt und natürlich machen wir dann auch weiter, aber das ist motiviert trotzdem. Genau, es motiviert uns und deswegen gerne dranbleiben, würde uns freuen. Auch die Kommentare, die wir lesen, die motivieren schon sehr. Ja. Also da auch schön aktiv bleiben. Genau. Dann, wir lesen alles. Genau. Ja. Ich habe jetzt keine Titelbeschreibung tatsächlich offen. Kann ich dir auch sagen, warum? Weil die liebe Evelyn hat links von dir ein Klick mich und da wird sogar erklärt. Ach krass. Willkommen in der neuen Welt. Lesen war früher. Lesen war früher, ja. Ah ja, okay. Creator Evelyn und Mito. Also das heißt, wir starten jetzt, ja? Ja, das ist theoretischer Start jetzt. Ja, let's go. Also. Mach dich mal klein. Ja, mach dich mal klein, danke. Du bist noch groß. Ich aus dem Park sehen. Komm, ihr wolltet mich doch mal denken, groß sehen. Ja, das stimmt schon, ja, okay. So, klick mich. 1 Minute 18, du hast ja schnell erklärt. Geht alles andere aus? Das im Hintergrund bleibt zwar die Musik, aber man hört es ja gut. Okay, dann hören wir mal da rein. Hey, ich bin Evelyn. Das ist zwar nur eine AI-Stimme, aber so ungefähr hört sich meine echte Stimme auch an. Mitaro und ich haben diesen Park jetzt 7 Monate geplant und gebaut. Es ist ein Fantasie-Mittelalter-Park. Die Geschichte geht um ein Land namens Trolinburg. Der Name ist eine Namenkreuzung von uns beiden. Die Burg hat den Namen Nazurak, klingt düster, und soll Feinden vor Angriffen fernhalten. Denn es gibt böse Gerüchte über die Burg Nazurak. Natürlich ist die Stadt lieb und herzlich. Um die bekanntesten Leute zu erwähnen, gibt es den Drachenjäger Gorkan und den Landwirt Gurdi. Und natürlich der König, der mit seiner Frau sehr Gutacht auf ihre Bewohner und ihr Land geben. Das Land ist riesig und das größte, soweit man nur sehen kann. Doch ist dieser Frieden nur ein Schein? Oder ist Trolinburg einfach ein kleines Paradies des 9. Jahrhunderts? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Mitaro. Ohne ihn wäre der Park nur halb so geworden, wie er geworden ist. Ich bedanke mich auch für eure Parktour. Diese Parkversion ist nur für euch. Ich hoffe, der Park gefällt euch.
Es wird nicht der letzte Park sein, hihi. Nun viel Spaß und genießt es. Eure Evelyn. Ja, vielen Dank. Schön. Eine sehr, sehr tolle Stimme. Wenn du wirklich so eine Stimme hast, hast du auch wirklich eine sehr, sehr tolle Stimme, muss ich wirklich sagen an dieser Stelle. Und vielen Dank für diese tolle Version, die nur für uns ist. ich hoffe, es ist keiner böse darauf nachher. Und ja. Bin mal gespannt, was wir jetzt alles erfahren. Ne? Ich meine, das scheint eine richtige Geschichte zu geben hier. Richtig, also hier geht es wirklich um eine riesengroße Geschichte. Ich bin auch froh, dass der Mitaro dabei ist. Ja, dann verpassen wir auch nichts. Der uns dann so ein bisschen herleitet. Aber erste Frage jetzt vorab, bevor wir jetzt wirklich loslegen, muss ich durch jede Tür durch? Nein, so krass ist es nicht. Yes. Okay, gut. Also du sagst mir einfach Bescheid. Ja, also ich bin ein bisschen stiller, ich werde auch was dazu sagen, aber ja. Ja, genau, wäre ganz cool, weil wir wollen natürlich versuchen, so viel wie möglich zu sehen. Weil 7 Monate Bauzeit, echt? Ist das so lang schon her? Das ist schon so lange her, ja, tatsächlich. Boah, krass, ich gucke jetzt trotzdem hier rein. Nein, da ist nichts. Ich glaube, ich habe mich echt geschädigt mit Türen, ne? Ja, ja, absolut. Aber was wir hier direkt am Anfang sehen, der ganze Park ist behindertengerecht. Oh. Ach, cool. Ja, schön. Hat der von Anfang an dran gedacht oder kam das später erst? Nee, das haben wir von Anfang an schon dran gedacht. Nicht schlecht, ich vergesse das immer. Super, super. Wirklich großen Respekt dafür. Ja, danke. Nein, wirklich. Also, es gehört dazu. Das ist so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir können uns mal kurz die Musik anhören. Okay, genug. Ja, wenn die extra für uns gemacht wird, dann müssen wir auch anhören. Ja, machen wir auch. Hören wir doch. Ja, wahrscheinlich. Ich kann ein bisschen sagen, da sind ja auch so Ketten, ne? Eigentlich war der ganze Park komplett anders gedacht, wie er jetzt geworden ist. Okay. Deswegen hat die Geschichte eigentlich auch gefühlt um 180 Grad gedreht. Aber das wird dann erzählt. Das wird noch erzählt. Okay, sehr cool. Du kannst uns doch bestimmt auch sagen, ob das Lied hier noch woanders läuft. Bestimmt, oder? Weil dann hören wir es ja noch öfters im Park. Tatsächlich nicht, nee. Es gibt in jedem Bereich eigentlich fast nur andere Musik. Okay, krass. Da habe ich richtig Mühe gegeben. Können wir den Song auf YouTube irgendwie mit einfügen, als irgendwie, dass man den Song vielleicht mithören kann, wenn einer Lust hat, den zu hören? Können wir auf jeden Fall hochladen, klar, warum denn nicht? Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns einfach jetzt die Parktour an, weil wenn ich jetzt hier rumstehe und wir hören uns jetzt nur die Musik an, dann ist es ein bisschen doof. Ja. Okay. Dann wir gucken mal, ob wir den Song hier unten in die Videobeschreibung mit einfügen. Dann könnt ihr euch den gerne anhören, weil der Titel ist wirklich toll. Ja, also das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön geworden. Aber wir gucken jetzt erstmal hier in den Shop rein. Ja, es gibt hier ein bisschen was. Ganz schön viel. Ich sehe ganz viel Team PKs. Ganz schön viel. Oh, und du kannst. Ein kleiner Laden, ne? Das ist ein ganz kleiner Laden, ja. Da war ursprünglich eigentlich gedacht, dass da so Kinderwagen und sowas drin ist, die du dann halt holen kannst. Oh, Backstage. Ach, Kinderwagen. In der Control ist sogar drin. Kein Mitaro Park ohne Backstage, ne? Boah, also, der wirklich hat alles gedacht hier. Aber Backstage, außer die Tür. Außer die Tür, die fehlt. Außer die Tür von innen, ja, gut, mein Gott. Nein. Nenn mich ruhig Dennis. Ja. Ach, guck mal, hier geht's noch außerhalb. Ja, wenn du weiter geradeaus gehst und dann fährst und links, nee, da nicht durch den Tunnel, da kommst du auch zum Parkplatz. Ach, Parkplatz. Ist oben drüber gewesen. Ah, okay. Ach, krass. Da musst du aber erstmal wissen hier. Wie krass, ich will nicht zu viel vom Park noch zeigen jetzt hier von oben. Ja, wir haben erst noch keine Autos gemacht wegen Performance. Das klingt vernünftig. Ja, und da ist dann halt auch wieder Backstage, ne? Das ist dann halt von der anderen Seite. Backstage. Ich gehe aber jetzt nicht durch irgendeine Tür durch, weil sonst sind wir wahrscheinlich schon irgendwo. Aber hier ist dann wahrscheinlich derselbe Kontrollraum, ne? Ja, ja. Mit der fehlenden Tür. Ja, genau. Ja, ja. Alles gedacht hier. Denk dran, Mitaro, wir sehen alles. Ja, mein Gott.
Nee, dann gehen wir nochmal zurück. Aber wirklich schön, dass das hier unterirdisch ist, gemacht worden ist. Finde ich cool. Ja, hab ich noch nicht gesehen. Also der Park kannst du tags sowie nachts angucken, weil nachts sieht er auch sehr schön aus. Das werden wir dann am Ende machen, okay? Und ja, es gibt auch Sachen, die du auch nur nachts siehst. Ah, okay. Die Kinderburg. The Children's Castle. Du bist nicht mehr im Park, sondern schon das Erstspielplatz da, finde ich super. Ja. Das muss natürlich sein. Made by Mitaro. Ja, das ist wirklich von mir. Auf jeden Fall kann man hier hoch. Na gut, da okay. Da ist auch eine Rutsche. So sieht's aus, Leute. Das ist Trollingburg. Wahnsinn. Schon echt cool. Ja, die Kapelle da hinten ist echt der Wahnsinn. Schön geworden. Danke, danke. Da haben wir hier natürlich, aber ganz am Anfang sind wir ja kurz nochmal drüber. Kannst du kurz die Kinder absetzen und dann in den Park gehen? Genau, richtig. Aber hier, guckt euch schon mal den Parkeingang an, oder? Hier mit den ganzen Ketten, den ganzen Türmen hier. Schön gemacht. Schön gemacht. Ganz viele Details. Ich glaube, genau. Das ist tatsächlich ihr üblicher Eingang. Den haben sie in den anderen zwei Parks, war der auch schon drin. Ja, ich wollte gerade sagen, der ist ein bisschen abgeändert. Park, ne? Ja, der ist nur ein bisschen abgeändert. Wäre mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Weil ich bin hier in einer neuen Welt quasi, ne? Ja gut, das Theming gab es so noch nicht, das stimmt. Und dann kommen wir hier rein. Durch diese ganzen, wie heißt denn das? Spires, Türme, Dinger da, ne? Ja. Sieht alles irgendwie riesig groß aus. Ja, ja. Ich find's auch wirklich cool, dass du hier auf verschiedenen Ebenen bist, ne? Ja. Ist mir gar nicht so aufgefallen, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wir haben auch immer einen schönen Blick auf die Achterbahn dann. Nice. Also hier ist keine originale Planet Coaster Musik drin, ist das richtig? Nein, das ist alles Custom tatsächlich. Boah, krass. Oh, Custom. Oh, Custom. Gelato. Das ist auch ein schöner Blick, wenn du da draußen sitzt. Das war jetzt das Haus davor, aber wenn du jetzt hier so an der Ecke sitzt, ist es ganz schön eigentlich. Da? Ja, wenn du dann halt nach da guckst, zum Beispiel. Ich heimelig. Ich habe es, glaube ich, in irgendeiner von den anderen Parkplan schon mal gesagt gehabt. Ich finde das ja richtig geil, wenn die Thematisierung gefühlt unendlich weit geht. Man hat das bis zum Horizont halt. Ja, das stimmt. Ist halt super immersiv dann. Und der Pavillon ist tatsächlich eines meiner ersten grundgebautes, was ich je gespeichert habe bei mir. Also das ist ein Blueprint von mir tatsächlich von, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Das ist ein bisschen Geschichte hier drin, ne? Oh, ist doch gut gelungen hier, ja? Jo. Und im zweiten Teil ist alles funktional, ne? Kannst du nochmal machen, ne? Du drehst die ganze Pavillon mit. Die ist Sackgasse, oder? Ja, ne? Ja, Sackgasse, ja. Okay, schönes Eckchen. Mir gefällt das auch mit den Stützen hier, dass sie hier überall so auch... Das ist Custom, ne? Ja, gefällt mir richtig gut. Das finde ich jetzt unsinnig hier tatsächlich, aber... Dann bin ich auf dem Kopf. Nee, da hab ich mir das Dings gespart, das Netz. Ah, ist ja im Prinzip auch ein Netz, ne? Ja, okay. Dient als Netz. Gute Idee. Mitaro, wo lang? Wir fangen am besten unten an. Ja. Also hier runter? Da runter. Gut. Also entweder gehst du jetzt... Oder pass auf, wir können das auch so machen. Wir können links jetzt erstmal gehen. Ja. Und dann gehen wir runter, weil hinten kommen wir wieder hoch. Okay. Ach, in der Mitte so ein Tal. Ja. Wo wir einmal drum rumlaufen als oben. Das Dörfchen, ha? Wahrscheinlich. Genau. Hier geht's ja um irgendwas. Ach, guck mal. Eine Band. Wie cool. Lass den Baden singen. Geil. Mach mal doch. Bitte, Mitaro, bitte, hast du gesungen? Nein, ich hab nicht gesungen. Oh, das geht 3 Minuten 47. Das ist ein ganzes Lied tatsächlich. Ach so. Ja gut, da hat irgendwo ein Laden scheiß Radio an. aber für ein Restaurant fehlen mir hier so ein bisschen Bänke, oder? Naja, draußen kannst du doch alles sitzen. Ach so. Gut. Also ich finde das laufen. Einfach krass, dass das Mitaro einfach neben den ganzen normalen Projekten das hier noch so nebenbei gemacht hat. Ja, ja. Das ist wahnsinnig viel.
Detail hier drin, ne? Ja gut, hast ja auch Hilfe bekommen. Evelyn hat ja auch, ich gehe mal davon aus, durchaus viel gemacht hier. Ja. Weißt du, wir haben schon viel gebaut. So, ne? Also, weißt du, was ich cool finde? Dass in vielen Freizeitparks Boxen tatsächlich auch sichtbar sind, ne? Und ich find's cool, ja, dass ihr alles Mögliche versucht habt, irgendwie die Boxen zu verstecken und so weiter. Ja, nee, das ist bewusst, dass man die da sieht. Also, ja, wir cool, haben viele ja. an Ecken, wo man die sieht. Ich finde das aber auch sinnvoll. Also, das soll so ein kleiner Mini-Markt sein. Der eine verkauft Blumen, der eine verkauft ihr Brot und so. Ja, cool. Richtig stark, das ist ey. Das ist so viel zu sehen, ne? Finde die Wahrheit. Muss ich durch? Nee, das ist nur Backstage, das sind ein paar Tonnen. Mehr ist auch nicht. Genau, jetzt könnten wir theoretisch dann runtergehen, weil wir hier hinten gleich wieder hochkommen. Ich trotzdem mal hier hingucken. Keine Tonne wird unbeschaut. Ja, ich muss mal hier so machen. Nein! Der will hier immer irgendwas anderes öffnen, was ich nicht möchte. Boom. Ach so, ja, AMD, ne? Ja, genau. Das habe ich schon umgestellt schon. Ja, ja, ihr könnt das gerade nicht sehen, deswegen, weil ich nur die Spielaufnahme aufnehme. So, jetzt kannst du theoretisch zurückgehen und wir gehen runter, weil hier kommst du gleich wieder also hoch. Also hier lang. Rechts, also zurück. Zurück. Ach, jetzt nochmal komplett zurück. Wo wir zurück eben und dann dann eine Treppe runter, weil da hinten kommt man gleich wieder hoch. Ach so, okay. Ach so, die Treppe runter. Ja, kannst du auch nicht noch ein Dings runtergehen, geht auch. Ja, das sind aber schon cool, ne? Ja, richtig cool. Die sind alle im Workshop. Oh, krass. Bewegt sich, das ist cool. Wir gehen dann am besten in die nächste Sackgasse. Das ist dann gegenüber. Hier gibt's einen Weg. Die Wahrheit. Okay. Bin gespannt. Das fühlt sich bestimmt alles noch zusammen. Oh, wow, das sieht cool aus. Mhm. Das ist ein cooler Boden. So, nächste Sackgasse ist wo? Rechts. Da. Gibt's nochmal ein Restaurant? Ja, also Restaurants sind immer so die kleinen Minishops da. Ja, aber sind doch scheinbar beliebt. Oh, Hunger hat man immer. Das ist so viele Läden gibt's gar nicht bei uns, deswegen. Ja. Ist okay. Finde die Wahrheit. Ich hab's nicht schon gefunden. Auch cool da mit dem, hier das. Coolste Teil. Ist da nochmal so eine Statue? Die Statuen machen echt viel aus. Ja, die sehen aber richtig gut aus, ne? Da gibt's echt einige Team Decay-Dinger von, glaube ich. Das ist aber auch Team Decay, oder? Ja, ne? Ja. Ja. Genau, hier ist eine Schmiede. Ein Schmied, ja. Der Schmied. Und da ist auch, der hat auch einen Namen. Und da ist auch der SAO. Ich hab mir schon fast gedacht. Evelyns Schmiede. Natürlich ist es beim Schmied. Der was? Lisbeths Schmiedewerkstatt. Ja, da muss man reingehen, glaube ich. Nee, da drin ist nichts tatsächlich. Achso, okay. Ich habe jetzt den Witz nicht verstanden. Er ist vom Anime. Ach so, okay. Das ist eine Anspielung in Sword Art Online. Ja, da bin ich komplett raus. Ja, da bist du raus. Ja. Ist aber echt lang her, als ich es gesehen habe. Also, ich bin mir froh, dass ich keinen Innenraum gebaut habe, sonst hätte ich mich hier blamiert, weil ich keinen Namen mehr weiß. Ich mag das sehr, dass das hier alles so. Also, ja, dass es leicht regiert ist. Ne? Ja, genau. Mag ich auch gerne. Mal hier im Freefall Tower. Sieht so ein bisschen aus wie vom Highlander, gell? Ja, schon. Ein bisschen, ja. Also, da war. Lustige Geschichte. Diese Ruine war eigentlich vor einer Vorgeschichte. Also, das hatte eigentlich jetzt gar keinen Sinn mehr so richtig. Aber gut. Okay. Aber wir fanden es cool. Ja, ja, genau. Wir fanden es cool, deswegen haben wir es gelassen. Erfahren wir die ganze Geschichte eigentlich durch diese Schilder, die hier überall sind? Oder gibt es irgendwo. Nee, die Schilder, die zeigen dir, wo du hin musst, wo man es erklärt kriegt. Okay, okay. Oh, Exit. Genau. So, hier ist Sackgasse dann. Das ist Sackgasse, genau. Okay. Bei dem Freefall Tower fahren wir jetzt nicht mit. Aber das hier sieht echt cool aus. Gefällt mir richtig gut. Mhm. Die Idee gefällt mir auch, so als es ein bisschen verfallen und schief ist. Ja.
Mir gefällt auch die Musik, also macht Spaß. Stimmung kommt auf, ne? Ja. Fühlt sich so ein bisschen wohl. Chief Beef. Oh. Genau, das sind Lockers. Kannst du hier als. Genau, da geht noch die Achterbahn lang. Lockers. Gott, ich bin. Also. Du bist richtig Schlosskante, kann das sein? Ja, ja. Schon recht, so ein bisschen. Recht. Ja. Ich weiß halt nicht so richtig. Wohin da genau. Rechts, da ist ein Gang. Rechts, da ist, sind die Lockers. Wheelchairs. Ach, cool. Da ist ein Lift für die Achterbahn, dass sie mit dem Rollstuhl hoch können. Cool, cool. Geil. Sieht man auch viel zu selten. Der kann nix, ne? Nee, nee. Okay. Richtig coole Idee, Leute. Richtig cool. Also nochmal wirklich großen Respekt dafür, dass ihr wirklich daran gedacht habt, diese Menschen auch mitzunehmen in diesem Freizeitpark. Finde ich cool. Ja. Entschuldigung. Folterinstrument. Tötungsinstrumente. Anmerkung. Leider sind es echte Geräte aus dem Mittelalter. Achso, hier. Ah, okay. Oh, krass. Ja, der wurde dann gewesen. Ja. Okay. Scheiterhaufen, Streckbank. Guillotine. Guillotine. Und hier natürlich die Aufhänger. Ja, krass. Ja, finde ich ein cooles Detail tatsächlich trotzdem. Es war halt tatsächlich so, ne? Ja. Es war halt tatsächlich so. Und natürlich ihr beliebtes Topspin ist auch wieder dabei. Elfner. Das ist ein cooles Topspin. Ich meine, diese ganzen Geräte, da passen einfach gut in das Setting, der Theming hier. Ja, absolut. Richtig cool. Schön, schön. Muss ich jetzt wieder zurück, oder? Ja, das ist der Auf- und Sackgasse. Ja, aber das hier ist echt cool. Cooles Feature. Aber gleich gehen wir schon mal in die Achterbahn. Würde ich sagen. Das sind genau das sind die Lockers, das sind die ganzen Schließfächer. Die sehen aber cool aus. Ja, richtig cool. Und TMTK, ne? Ja. Ich finde, diese ganze Ecke sieht irgendwie sehr cool aus. Ja, hat was. Da kommt sie. Freue ich mich schon drauf. Ist ja scheinbar nicht mehr weiter. Genau. An Gorkan, das ist die Achterbahn. San Gorkan. Nami? Nix. Nee, also du brauchst gar nicht reinzugucken eigentlich. Okay. Und natürlich auch ein eigenes Theming-Lied. Ne? Ja, Gorkan. Das gefällt mir sehr gut. Stimmung ist sofort da. Stark. Der Drachenjäger. Der Drachenjäger. Ja, guck mal hier. Naja, war ja erzählt am Anfang, ne? Voll gut. Voll krieg ich direkt Gänsehaut, ne? Voll gut. So ein schönes Lied. Tja, geh mal rechts lang, ja? Ja, genau da. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Team DK-Drachen gibt. Schöne Drachen auch, ne? Ja. Genau, hier wäre es cool, wenn du es dann vielleicht dunkel machst, weil unten sind so ein paar Effekte, die eigentlich sehr cool sind für nachts. Wenn wir dich nicht hätten. Oh, die Farben gefallen mir aber. Dieses blaue Lila und grün. Oh, da geht's ja runter. Ja, klar. Wollen wir mal kurz den Drachen nochmal angucken, wie der beleuchtet ist. Ui. Die müssen alle Pipi. Ja, so einen falschen Weg. Aber was ist denn das für Flocken? Ist das Feuer oder was? Nein, das ist eigentlich ein Mal. Nee, wie gesagt, was hier rumfliegt, das hier.
Das sind, glaube ich, Feuer, das sind diese Funken da vom Feuer nur eingefärbt. Ach so, das okay. Das Zeug, ne? Ja. Ja, die leuchten theoretisch auch, aber ja. Ja. Finde die Wahrheit. Muss ich warten? Ja, kannst rechts, wenn zum Beispiel Nebel jetzt aufsteigt, kommt auch gleich die Achterbahn wahrscheinlich dann gleich. Rechts ist so die, genau, da kannst du doch gucken. Aber kommt noch nicht. Okay. Nee, da kommt, kommt Nebel und jetzt kommt Nebel. Ich mag so Trigger, die nicht, die halt die nur mit Glück findest. Ja, ist so. Irgendwie belebt es das Ganze. Normalerweise läufst du einfach durch, ne, und dann verpasst du das. Ich weiß nicht, es fühlt sich mehr an, als hätte das ganze Ding so ein Eigenleben. Wi-Fi ist halt. Jetzt kommen wir langsam mehr rein, ne? Mhm. Richtig schön. Das wird eng. Oh, geht aber noch. Hast du getestet, ne? Hab ich getestet. Und wenn die Bahn gleich losfährt, was geht auch da was? Geht da was? Also, fahren wir mit der nächsten Bahn mit? Fahren wir mit der nächsten Bahn mit. Okay. Hör uns ein bisschen den Soundtrack an. Kommt es bekannt vor? Bisschen. Ich find's gut. Und wenn jetzt in die nächste Zug wieder reinfährt, dann geht's wieder an. Ne? Okay, gut getimed, dass sie sofort wieder kommt, die nächste. Gut. Dann ist natürlich von Fluch von Novgorod ein bisschen, ne? So. Das sitzen wir doch schon richtig hier. Dann. Das ist links kannst du auch deine Sachen ablegen, ne? Ja, finde ich gut. Frag mich, wie lange die Seilrucksäcke schon da liegen. Ja, die wurden ein bisschen vergessen. Stimmt schon ein bisschen. Ja, unsere erste Fahrt. Wie viele Achterbahn haben wir überhaupt hier? 3. Oh. Okay. Aber jetzt erst die erste. Ja. 27 Minuten. Cool. Okay, der Park geht dann doch nicht eine Stunde. Ich glaube ein bisschen länger. Ist die Perspektive die richtige, oder? Ja, das passt. Okay. Oh, die ist recht gut. Oh, das ist cool. Das ist cool, ja. Na, jetzt kannst du theoretisch wieder Tag machen, dann. Schön. Ich finde das toll, dass das so integriert ist. Ja. Dachte ich mir. Hast du extra für mich gebaut? Ja, natürlich. Und dann noch halt auch cool mit dem eigenen Soundtrack, ne? Ja, das macht echt viel aus. Ja, das ist richtig cool. Ist wirklich alles sehr, sehr schön geworden hier. Finde die Wahrheit. Das Schild nervt mich ein bisschen. Ja, die Wahrheit, aber die ist nicht mehr so weit entfernt. Ich glaube auch. So, hier waren wir ja schon. Genau. Dann gehen wir so ein bisschen Gas. Dann kannst du nämlich den Weg schon mal hochgehen. Ach, jetzt müssen wir wieder hoch? Ne, rechts. Da durch das Tor. Okay. Also hier den Löwen habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich auch übersehen irgendwie. Okay, ey, krass. Also für zu sehen, ich habe ihn auch komplett übersehen. Der ist ja komplett. Der sieht ja geil aus. Erinnert mich so ein bisschen an eine Disney-Charakter. So, Castle. Was steht da? Nazurak. Django, das ist die Stimme. Django, Gordy und Kolob. Okay. Ich mag die Schrift gar nicht, ne? Die kannst du so nicht lesen. Ja, sie passt halt voll gut hier rein, aber man kann sie echt nicht lesen. Das habe ich ja nicht so gemeint. Ja, dann würde ich erstmal rechts gehen. Zu Brudi.
So Gurdi. Wheelchairs. Gibt schon wieder. Das ist wieder dieser Engel. Richtig geiler Engel. Ah, die Kapelle ist der Wahnsinn, ey. So das, verrückt. Das ist der Dom, ist so ja. So verrückt. Ey, ich habe mir irgendwann mal eine Vorabversion gezeigt. Da war, stand das hier hinten alles noch nicht. Da war die Kapelle gerade am Anfang. Okay. Ach, ihr könntet euch den Organ aufgehen. Bitte, oder? Gurdi. Sackgasse da hinten? Deine Sackgasse, ja. Okay, dann gehen wir erstmal zur Sackgasse. Der Turm ist umgefallen, weil das Ding dagegen gehauen ist. Geil. Ah, okay. Das ist eine schöne Idee. Kolok. Haben die Namen eigentlich irgendeine Bedeutung? Nee. Okay, klingt einfach nur mystisch. So schaut's aus. Okay. Da kann man halt schön die Achterbahn sehen, wenn sie da dort durchfährt. Mhm. Aber ich habe hier bewusst keine Musik hinten reingemacht, weil einfach mal so eine Ruhezone. Ruhezone, ne? Genau, ja. Ja, gute Idee. Ja. Brauchst du auch irgendwo. Ja, so mal abschalten, ne? Ja. Schön, ja, jetzt schön. Ganz halt die Musik auf die Ohren dröhnt, das ist auch ja. Unangenehm. Haben wir eine schöne Ecke. Trotzdem. Ja. So, aber dann gehen wir mal zum Brody. Die Stadt hat Evelyn fast alleine gebaut, tatsächlich. Was hat die? Die Stadt unten hat Evelyn fast alleine gebaut. Okay, krass. Respekt, die ist echt cool geworden. Wheelchairs. Also hier ist der Eingang da wieder für Rollstuhlfahrer, sagen wir mal. Ja. Und richtig cool, ne? Wahnsinn. Find ich, das ist eher so die Kinderachterbahn. Cool. Natürlich kannst du keinen Park ohne Kinderachterbahn bauen, ne? Hast du die Achterbahn alle gebaut? Ja. Okay. Pause. Ist nur ein Zuchtrunde, passt schon. Ah, ja. Dann nehmen wir sie doch mit. 2 von 3 schon. Guck mal, wie schnell das geht. Der Park ist tatsächlich nicht groß. Muss ja auch nicht. Dafür aber sehr viele Details, ne? Ja, das ist schwer, muss. Weg. Für die 2 Runden? Bin ich mir gar nicht so sicher, ich glaube nicht. Ja, Mitaro, Achterbahn, ein Experte, Kitty Coaster, erzähl doch mal, wie ist die Bahn so? Ja, sehr gut. Ah ja, die kenne ich aber die, auch. Die kennst du auch noch? Die kommen mir auch sehr bekannt vor. Ja, die stehen auf dem Venedig rum. Ja. Ja. Genau, hier Landwirt, ne? Mhm. Finde ich auch sehr cool. Genau, jetzt könntest du könntest jetzt hier rein, aber ich würde eher links abgehen erstmal. Weil hinten kommst du erstmal, da siehst du erstmal, bist du so auf den Hof, sag mal, Hinterhof der Burg. Mhm. Aber schauen wir uns das hier erstmal an, oder? Genau, das ist Pango. Ah. Ich finde das cool, dass die Stützen alle. Ja, ganz ehrlich, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Das kann ich nicht machen. Sieht richtig cool aus. So, und hier. Von achso, da kam er, hier, ja. Von da, das haben wir schon gesehen. Okay. Ah, okay. Dann sind wir hier. Ja, okay, alles klar. Okay. Okay, hier geht's hier auch nochmal lang. Oh, es erwartet uns ein RMC-Coaster. Nee. Und das ist so geil gemacht, ne, das Riesenrad. Das sieht so gut aus. Ja, ist wirklich, wirklich schick. Also ich ziehe jetzt schon meinen nicht vorhandenen Hut vor euch. Das ist so krass, was das hier, wie das hier aussieht. Das ist... Mhm. Das ist Wahnsinn. Und ich weiß tatsächlich... Nee, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Ich weiß es ja schon, aber ja. Ich bin darauf am meisten gehypt. Und Mitaro, ich weiß nicht, ob du weißt, worüber ich denke, aber dürfen wir das bitte als letztes machen? Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Und ich glaube, Mitaro ist auch... Ich glaube, das ist macht schon meistens als letztes zu machen. Was du meinst, dass... Also lass uns vorher noch die Holzachterbahn fahren. Also den RC. Ja, das sowieso. Das, okay. Weil das eine musst du auf jeden Fall zum Schluss machen, weil da wird nämlich alles. Okay. Sind wir uns so einig. Alles klar.
Also da freue ich mich schon richtig drauf. Ich bin so gespannt. Ich auch. Ich bin so gespannt. Genau, ich bin so gespannt. Ich werde jetzt schon die Achterbahn fahren, weil wir müssen dann auf der anderen Seite dann durch das andere Tor. Ach, hier rechts? Was da rechts daneben, genau. Da kommen wir dann nämlich, ist da kommen, ja, aber da ist der Eingang. Der Dom selber ist der Eingang für die Achterbahn. Mehr ist das nicht. Da lang, da lang, dann ah, da okay. lang, dann da lang, dann da lang, dann da lang. Okay, bin fertig. Nee, andersrum. Du musst durch den Dom. Ja, aber hier haben wir noch nicht. Das ist ein kleiner Vorhof. Ja, aber das haben wir nicht gesehen gehabt. Also hier durch, ja? Ja. Und ich finde halt die Details halt sehr schön. Ne? Ich finde das Ding halt einfach. Ich muss sagen, dieses Konzept durch eine, also da in der Mitte durchgehen als Eingang, kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Wie die Musik sich einfach verändert. Ja, stimmt. Hast du es, Wie geht das? Hast du Lautsprecher genau so platziert, dass die genau ja, das ändert? Ja, dass die sich ändern. Da, ja. Geil. Ach so, kleinen Radius haben wir nur. Die haben einen größeren Radius. Interessant. Guck mal hier, ey. Was für schöne Marmorplatten. Team TK lässt grüßen. Wir haben auch eine Orgel, tatsächlich. Muss der jetzt sich nur mal umdrehen. Ja, gleich. Ach, hier ist ein Eingang. Ja, das ist die Achterbahn. Das ist die Achterbahn. Ach du. Ach so. Der Dom ist rein nur für die Achterbahn. Ach du ahnst es nicht. Was haben wir hier oben in der Empore? Eine Orgel. Ist die fertig oder hast du die selbst gebaut? Die habe ich selbst gebaut. Siehst du okay. Doch. Das ist Auspuffrohre, oder? Das sind Auspuffrohre, ja. Ja, geil. Ach, da sitzt auch jemand, habe ich gar nicht gesehen. Sehr, sehr cool, ja. Okay. Schön. Ja, das ist doch mal ein Eingangsbereich. Das ist mein Eingangsbereich. Dann gehen wir mal hier weiter. Boah, scheint aber auch beliebt zu sein, die Bahn. Ich bleib mal noch im Dunkeln. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Achterbahn heißt. Borgner zurück. Ah. Ich hab das von dran, ich hab auch nicht gesehen. Nee, das gibt's hier nicht. Da gab's nichts zu sehen. Also doch, draußen hat man es rausfliegen. An den Dingen. Und oben am Lift steht's auch. Ah, okay. Ah ja, okay. Das ist alles. Ah nee, da kann man tatsächlich noch hin. Ja, natürlich. Okay. wenn man eigentlich die ganze Bock begutachten, weil das sind alles Wegwege. Boah, das ist eine coole Station. Mega, ey. Natürlich hat Naturak auch ein eigenes Themen-Song, ne? Ja, wir hören es schon die ganze Zeit. Ja. Unfassbar. Das ist ein Rittersaal tatsächlich. Den gibt's fast ähnlich. Ich habe mich nämlich inspirieren lassen von irgendwo. Ich weiß nicht mehr, was für eine Burg, aber. Ach, gibt das Ding in echt? So ähnlich. Okay. Heftig. Du kannst eigentlich auch wieder Tag machen, wenn du willst. Schon die ganze Zeit. Nein, stopp. Das wollte ich gar nicht. War ich zu schnell. Den nehmen wir. Dann machen wir wieder Tag. Zack, zack, zack. Und dann machen wir so, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Ja, jetzt aber. So, los geht's. Dritte Fahrt. Dritte Achterbahn. Schlag auf Schlag. Ich habe das Gefühl, ich kann diese Abends die Elemente erst so richtig nachvollziehen, nachdem wir selber eingefahren sind. Sind schon richtig gute Achterbahnen. Schon wieder so ein Frosch im Hals, ey. Gut, das ist oh. Stimme lässt nach. X-Horn. Hier brauchst du sie aber.
Schlossgarten. Schlossgarten. Tolle Fahrt. Mega. Ich glaube, ich weiß, was ich den ganzen Tag machen würde. Kleiner Tipp, schließ die Bahn jetzt. Ja. Ah, wegen Geräuschkulisse oder was? Ja. Okay. Wie meinst du das? Nein, dass die Achterbahn keine Autos mehr auslöst. Nur als Tipp. Für später. Kann's weitergehen. Ah, okay. Die kommen da gar nicht mehr raus. Ah, nee, eigentlich geht das. Die gebacken irgendwie, glaube ich. Ja, Blanco Back halt, ne? Okay, jetzt sind wir hier natürlich wieder in der Kirche. Hier ist dann auch der automatische Ausgang. Das ist richtig. So, dann kommen wir ja hier raus. Dann links. Da waren wir überall dann dran. Dann links. Und da durchs Tor. Das nächste riesige Tor. So, hier geht aber Action los. Das hört einfach nicht auf, dieser Bereich, ne? Nee, überhaupt nicht. So groß alles. Ist ja auch eine Burg. Kleine Burg ist ja langweilig. Na, hast du recht. Das ist ja Wahnsinn. Der komplette Hof, den habe ich tatsächlich auch in einen anderen Maßstab noch gebaut, in einen realistischen Maßstab. Den habe ich nur nach hier nachgebaut. Das war, glaube ich, das Gebäude, das du gebaut hast, bevor ihr den Park angefangen habt, ne? Ach, den habe ich schon Ewigkeiten gemacht, den Hof, genau. War das nicht? Okay, ja, ich meine mich zu erinnern. Den habe ich dir sogar mal gezeigt gehabt. Okay. Schön gemacht. Warum ist der zu? Weiß ich nicht. Kann jetzt nicht mehr. Vergessen anzumachen. Nee. Die Musik passt ja nicht voll. Nee, die passt gar nicht rein, ne? Die haben wir, glaube ich, auch komplett vergessen, die wir da stehen hatten. Keine Ahnung. Geht so in der Ecke gründet, die haben wir, glaube ich, komplett vergessen. Okay. Aber ich finde die cool, die Bahn. Ich mag die. Machen wir sie mal auf. Soll ich wieder hell machen oder kann ich im Dunkeln bleiben? Du kannst jetzt auch im Dunkeln bleiben, jetzt ist egal. So, dann machen wir hier schon. Hier gibt es dann auch noch mal ein paar Shops. Auch hier waren wir schon. Ach ja. Cool. Ja, wirklich alles gedacht, halt, ne? Da ist drin, ne? Guck mal, hat sich gelohnt, durch die Türen durchzugehen. Ja. Genau, hier kannst du Pommes und sowas holen. War halt so ein Imbiss hier. Ja. Krass, da eben. Ja, cool. Ich wollte überlegen, welchen Teil das gebaut ist. Was ist der Team DK? So, jetzt rechts. Ach, hier fährt die Achterbahn lang. Ah, okay. So verrückt, ey. Ich kann gar nicht so viel erzählen, weil das hier einfach alles so fantastisch ist, tatsächlich. Also ja, es erschreckt mich, wie ruhig du bist auf einmal. Ja, ich bin total begeistert und ich weiß auch gar nicht. Ich versuche ja irgendwie die Pacto so schnell wie möglich zu machen. Weißt du, so, also. Allein schon für den Zuschauer, dass der eine mag es halt, ne, die langen Parktouren, der andere nicht. Und da versucht man ja irgendwo so ein Gleichgewicht zu finden, ne? Ich finde aber irgendwie, ich bin auch die ganze Zeit leise, weil ich halt weiß, dass überall Custom Musik ist. Ich möchte das irgendwie auch hören. Diese Atmosphäre hier. Ja, es ist aber auch alles schwierig, ne? Das ist alles miteinander zu kombinieren, ist schwierig. Exit. Darf ich da rein? Nein. Aber der war schön platziert, der Exit. Entrance. Warum ist die Tür dazu? Das erfahren wir wahrscheinlich noch, ne? Jetzt kommt eigentlich das große Highlight. Warst du das reingeguckt? Woher warst du da? Was? Nein, ich weiß einfach, dass es hier ein großes Highlight gibt. Auf jeden Fall ist hier der Eingang für die Wahrheit. Wir gucken mal rein und schauen mal, was passiert. Okay,
Da ist ein Knöpfchen. Da ist ein Knöpfchen. Jetzt muss ich schon wieder hier. Jetzt wollte ich hier mal cool sein. 1 Minute 46 und wir hören jetzt ganz gespannt zu. Und schauen mal, was passiert. Muss ich hier irgendeine Kamera klicken dann? Gibt es einen Modus? Oder gibt es nur Text? Nee. Einfach nur. Ich denke mal, wir gucken uns im Raum einfach ein bisschen um. Oh, hallo, ihr seid die Ersten, die ich hier sehe. Ihr seid meine Warnungen nachgegangen. Ich werde euch zeigen, was wirklich passiert ist. Warum die Ketten und dunkle Male herkommen. Eins kann ich sagen, nicht zur Abschreckung. Eins noch. Ich müsste euch verzaubern und im Zauber für kurze Zeit einsperren. Ja, ich bin ein Fremder, aber ihr müsst mir vertrauen. Also geht durch diese Tür bis zum nächsten Raum. Alles Weitere erzähle ich euch. Ich vertraue ihm. Das magst du doch gar nicht. Mitao. Nee, ich hab alles weggemacht. Okay. Ja, jetzt bist du spät. Weiter! Wo ist der Stuhl? Ah, verkackt. Du, weiter durch. Du bist komplett falsch. Du hättest einfach durchgehen müssen. Das ist aber stehen geblieben. Die ganze Geschichte geht weiter und er hängt immer noch im Tunnel fest. What the fuck? jetzt ist kaputt. Kaputt. Wie? Jetzt müssen wir warten. Das Ganze schneiden jetzt. Nein, ich schneide das nicht. Ich gehe einfach wieder raus. Wo willst du hin? Geht gar nicht. Ich will die Stimme nicht hören. Ja, wir müssen eine Minute warten jetzt. Ja, woher soll ich das denn wissen? Da musst du mich doch vorwarnen. Ich will mir das doch angucken. Du bist einfach stehen geblieben. Die Tür war doch offen. Hättest du einfach nur durchgehen müssen. Ich denke mal immer, sobald eine Tür aufgeht, können wir durch. Gut, dann laufe ich jetzt einfach durch. Der redet noch. Aber schauen wir uns noch ein bisschen hier den Brunnen an. Es tut mir wirklich sehr leid. Guck mal, da kannst du auch reingehen. Echt? Ach, da ist auch was drin? Kriegshorn, Trompeten, Kriegstrommeln. Ah. Sehr gut. Jetzt, wieso, da geh rein. Er fängt schon wieder von vorne an. Geh rein. Ist jetzt scheißegal. Ist es okay. Jetzt geloopt oder was? Ja, nein, weil Dennis da fünfmal drauf geklickt einmal. Hat. Das wird jetzt wahrscheinlich. Ja, okay. Aber jetzt wissen wir wieder Bescheid. Die Lampen sind nicht angegangen. Irgendwas ist da kaputt. Also geht durch diese Tür bis zum nächsten Raum. Alles Weitere erzähle ich euch dort. Okay. Nee, das ist kaputt. Okay, wir machen hier an dieser Stelle einen kurzen Cut. Wir kommen gleich nochmal rein. So, wir haben das jetzt hier hingekriegt, denke ich mal, und wir starten jetzt hier das Ganze nochmal von vorne und ich gehe einfach durch alle Türen durch, die jetzt. Ja, aufgeht. Bitte. Er hat den Knopf gedrückt. Oh, hallo, ihr seid die Ersten, die ich hier sehe. Ihr seid meine Warnungen nachgegangen. Ich werde euch zeigen, was wirklich passiert ist. Warum die Ketten und dunkle Male herkommen. Eins kann ich sagen, nicht zur Abschreckung. Eins noch. Ich müsste euch verzaubern und im Zauber für kurze Zeit einsperren. Ja, ich bin ein Fremder, aber ihr müsst mir vertrauen. Also geht durch diese Tür bis zum nächsten Raum. Alles Weitere erzähle ich euch. Zieh. Stopp, links. Links? So, wartet hier. Links. Ups. Wo ist der Stuhl? Links! Bleib doch stehen! Was ist los mit dir? Ich bin Cadoc MacFergus. Bin ein einfacher Stadtbewohner. Eigentlich nicht, aber dazu kommen wir gleich. Meine Magie habe ich mir selbst beigebracht. Ich kann anderen die Vergangenheit zeigen und die Gedanken von anderen sehen. Nun, ich war einst der König von Harrental. Wir wurden angegriffen und ich bin untergetaucht. Aber genug geredet, ich werde es euch lieber zeigen, was wirklich an jenem Tag passiert ist. Geht durch die Tür hindurch. Du, König höchstpersönlich. Da ist dieser Narr, der König von Nazurak, und seine wirklich bezaubernde Gattin Beatrice. Dieser Narr hat mich und andere, die um Hilfe gebeten haben, angegriffen. Nur wussten wir nicht, dass er uns angriff. Er nahm viele von uns gefangen. Sie wurden gefoltert und getötet. Bitte geht weiter. Nun kennt ihr den König von Nazurak. Jetzt zeige ich euch die Geschichte. Darf ich? Ja. Ah,
Ein Dark Ride. Und tatsächlich auch nur mit einem Waggon. Ja, sonst wiederholen sich ja die ganze Zeit die Tonspuren, ist ja blöd. Auf Test? Ja. Ich bin sehr gespannt. Los geht's. Ich weiß nicht, ob die Musik dann für YouTube ein bisschen zu leise ist, dann, aber guck. Herr, wir benötigen eure Hilfe! Herr, wir benötigen eure Hilfe ebenfalls. Unser Land wird angegriffen und möglicherweise auch ihres. Mein Gatte hat recht, ihr seid das größte und mächtigste Land hier. Bitte helft uns! Ihr benötigt alle meine Hilfe? Interessant. Was bekomme ich von euch? Ich kann euch nicht einfach so meine Waren und Armeen euch aushändigen. Wir haben selbst nicht so viel, aber wir haben einen sehr guten Schneider. Wir wären bereit, Ihnen und Ihre Gattin unser bestes Fell für den Winter zu schneidern. Ja, teilweise sind die Audiospuren ein bisschen leise. Das ist ein bisschen blöd. Können wir doch weitermachen. Mir kam zu Ohren, dass wir unsere Güter und Armeen versenden. Es ist schön, wenn wir helfen. Ich werde diese Narren zerstören. Ich werde der bessere Herrscher über deren Ländereien sein. Aber warum? Schweigt still! Ich werde auf Patrouille gehen. Wir werden einen Außenposten errichten zum Schutze Trolinburg. Bitte sei vorsichtig, auch auf Patrouille kann was passieren. Natürlich gehen die nicht auf Patrouille, um einen Außenposten zu errichten. Oh. Wie cool. Wir sind mir Touren immer cool. Geil. Jawohl, mein König. Oh, speichert, ne? Ja. Aber gut, das war gerade zu Ende hier. Herrlich. Bestraft die Burg Nazurak Magia. Deren König hat uns und andere Länder angegriffen. Ich weiß, also gut. Ich hab was gut bei euch. Ich werde die Stadt in Ketten legen. Kiroan Nazurak in Kaupungin, ja, Lindan Hirvitta Vistarikox ist der Mutter. Okay, da hab ich jetzt nichts verstanden. Das war der Zauberspruch, das ist Finnisch. Ah. Die Wahrheit über Nazurak. Ich habe meinen Sohn geschickt, dass er den Magier überredet, Trolinburg in Ketten zu legen und zu verfluchen. Aber sollte die Stadtbewohner dennoch nicht verletzen, geht den geheimen Tunnel bis zum Ende. Bitte erzählt es weiter, ich will die Burg fallen sehen. Lebt wohl und danke für euer Vertrauen. Okay. Ja, so muss man schon selber durch den Tunnel gehen. Beim Ausgang. Jetzt ist ja, ja. Ah, okay. Einfach, das Ende vom Dark Ride ist nicht das Ende vom Dark Ride. Nein.
Okay, coole Geschichte. Ja, das ist auf jeden Fall Bescheid. Ja, und jetzt starten wir mal so richtig die Dark Ride Session. Nein. Ist wirklich zu Ende. Ist wirklich nur der Gang nur noch. Ach so, okay. Du lügst. Nee, ist wirklich so. Ich meine, der hat ja die Geschichte erzählt. Ja, das stimmt. Das war, der König gemacht, halt doch. Das war auch super gemacht. Wollen wir was. Die anderen Länder haben halt nicht gerafft, dass die von ihnen angegriffen werden. Und haben dann um Hilfe gebetet, aber eigentlich war es er und deswegen hat er die komplette Ländereien angegriffen, um der bessere Herrscher zu Fürthin zu sein. Ja, okay. Mehr Macht. Deswegen ist der König nicht so liebevoll, wie er eigentlich tut. Ja. Das war Trollingburg, tatsächlich. Da sieht man mal, was bei rumkommt. Wenn zwei Leute, die wirklich gut bauen können, so einen Park bauen, ne? Und das ist einfach so nebenbei. Absolut. Haben wir irgendwas verpasst, Mitaro? Nö. Haben eigentlich alles mitgenommen. Wie gesagt, da hinten ist halt noch die Fake-Wege. Wo ist denn der ganze Dark Ride? Hast du noch... Der ist unter dem Berg. Und unter der Burg halt auch. Ja. Weil dieser Berg ist so klein, deswegen habe ich es gewundert. Auch eine coole Statue. Wirklich schön geworden. Also... Ja, der Dom gefällt mir am besten. Boah, ist hier alles wirklich sehr schön geworden. Ich mag das Licht auch. Ja. Also, es ist noch schön beleuchtet in der Nacht. Ja. Deswegen, also die erste Version des Parks war ja tatsächlich so, dass wirklich alles abgestorben ist. Wirklich nur noch braune Pflanzen, alles verrottet und sowas. Und dann hat sich die Geschichte doch ein bisschen geändert, weil Evelyn dachte dann so, nö. War das, weil das halt einfach zu trist aussah? Oder? Ja, sahen jetzt nicht so geil aus, tatsächlich. Sind die Ketten dann deswegen... Aber ich wollte halt aber auch nicht jetzt einsehen, dass ich jetzt alles nochmal neu umbauen muss. Deswegen haben wir die Ketten gelassen, wir haben diese Male gelassen, wir haben... Das passt ja auch immer noch. Ja, passt ja. Ja, auf jeden Fall. Und da fährt halt die Achterbahn durch, ne? Ja, bei dem... Hat man nicht gesehen? Da fährt die Achterbahn durch. Ach so, ja doch, das hat man gesehen bei der Fahrt, ja. Alles cool. Wirklich, sehr schön. Sehr, sehr schön. Mhm. Ja. Großes Lob. Ja, auf jeden Fall. Uns auf jeden Fall. Auch an dich, Evelyn. Wirklich total toll geworden. Von allen dreien, die du gebaut hast, quasi. Übertrifft dich jeder Park aufs Neue. Muss man wirklich sagen. Und ich hoffe, ihr bekommt hier eure Sterne auf Steam, weil dieser Park hat es wirklich verdient. So wie viele andere auch, die unbekannt sind und die wir auch schon hier auf unserem Kanal gezeigt haben. Ja, mir fehlen die Worte. Also man hat es wahrscheinlich bei der Parktour gemerkt, dass ich nicht so viel gelabert habe, weil hier gab es wirklich so viel zu sehen und es tut mir auch leid, dass ich so wenig gesprochen habe. Aber... Ja, der Park war fantastisch und hat mich sehr begeistert und ja, gibt's von dir noch was zu sagen, Rick? Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich glaube, während der ganzen Parklauf hat man öfters gemerkt, dass uns der Park gefallen hat. Ja, also auch an dich, Mitaro, vielen Dank dafür, ja, gerne. Dass du hier noch neben Bella Italia hier dran gewerkelt hast. großen Respekt auch dafür, zwei Parks gleichzeitig hier auf hohem Maßstab zu bauen, tatsächlich. Und auch nochmal großen Respekt dafür, dass ihr auch an Barrierefreiheit gedacht habt. Und finde ich, ist ein wichtiger Aspekt auch und kommt tatsächlich auch immer mehr in Freizeitparks, dass darauf geachtet wird, was ich auch irgendwo sehr wichtig finde. Und ja, das mögen meine letzten Worte sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch mehr Bock habt auf unsere Parktouren, dann könnt ihr gleich hier so da gleich ja, das ist gut. Weiterklicken. Gell? Und bis dahin, habt noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Bis dahin.
Ciao. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abo.